So, jetzt sehen die Teilnehmer auch meinen Bildschirm. Danke nochmal an den Christian Weiß von FX Flat für die Anmoderation und hier die Möglichkeit, natürlich immer Montagabend den Wochenausblick zu gestalten. Wir schaffen das, denke ich, in den letzten Wochen sehr, sehr gut, hier ein paar Handelsideen vorzustellen immer und dann auch eventuell den ein oder anderen Trade hier gemeinsam durchzuziehen. Heute Abend wieder für Sie da. Die ersten beiden Herren links hier, meine Wenigkeit Christian Stern und später dann der Tristan Budoch, der unsere Markttechnik betreut und dann im späteren Verlauf übernehmen wird. Stefan Friedrichowski war letzte Woche dabei mit dem Spezial Saisonalitäten. Dazu ist die Aufzeichnung wie immer bei FX Flat und auch bei uns im Link verfügbar. Wer da Interesse dran hat, findet immer hier oben rechts unseren YouTube-Button beziehungsweise auf dem Reiter der Markttechnik hier dann auch immer die Aufzeichnung der letzten Woche und auch die nächsten Termine. Der nächste Termin wird jetzt sein hier am nächsten Montag natürlich wieder der Wochenausblick und dann der zweite Teil Theorie am 19.11. Wie kann man selber die Markttechnik anwenden und erlernen? Da auch dann der erste Teil schon gelaufen und dann hier die Aufzeichnung verfügbar. Wie immer Aufruf an alle Teilnehmer, bitte hier so ein bisschen aktiv teilzunehmen, das Ganze mitzugestalten. Wenn Fragen sein sollten, sind wir immer gerne für Sie da, beantworten diese gerne während des Webinars, wenn es zum Thema passt oder dann natürlich auch am Ende, wenn es eher allgemeine Fragen sind, die gerade nicht zum aktuellen Basiswert passen. Ablauf für heute Abend, wir werden kurz auf die fundamentalen Termine für die kommende Handelswoche schauen. Werden kurz die größten Märkte, Indizes einordnen aus Sicht der Charttechnik besprechen, was hat sich verändert, was kann man eventuell hier traden und dann wird der Tristan Budach in einem Spezial übernehmen und sich hier, wie wir das schon angesprochen haben, den deutschen und den US-amerikanischen Aktien annehmen. Fragen an der Wunschanalysen können immer gestellt werden und auch unter der Woche, weil es vorbereitend für das Webinar schon der ein oder andere Wunsch besteht, gerne per E-Mail an unsere Adresse info@trading-stars.de. Nochmal der Hinweis, aufgrund der verfrühten Zeitumstellung in Europa ist die US-Börse immer jeweils eine Stunde früher geöffnet als Normalbetrieb und schließt auch eine Stunde früher. Das ist so ein kleine Besonderheit in den nächsten Tagen. Schau mal auf den Wirtschaftskalender, müssen wir ein bisschen aufpassen, nämlich ist der Herr Draghi diese Woche unterwegs und redet immer mal. Das ist jetzt hier nicht als wichtig markiert, ist aber dennoch wichtig, weil natürlich hier eventuell die ein oder andere Aussage auch vom Markt eventuell eingepreist werden wird. Das heißt, man sollte immer in dieser Woche so ein bisschen auf diese Termine des EZB-Chefs schauen. Morgen Abend 20 Uhr wäre da der erste und dann zieht sich das so ein bisschen durch die Woche durch. Haben wir jetzt beispielsweise Mittwoch 10 Uhr wieder den Herrn Draghi und dementsprechend da immer so ein bisschen aufpassen, was sonst passiert. Ansonsten Mittwoch 14:15 vorbörslich an der Wall Street. Der kleine US-Arbeitsmarktbericht, der ist noch nicht ganz so wichtig, wenn auch eventuell hier schon mal ein bisschen Volatilität in den US-Indizes, danach Börseneröffnung. Ansonsten der Donnerstag relativ ruhig mit 8 Uhr Auftragseingang Industrie für Deutschland. Und am Freitag dann umso interessanter 14:30 Uhr der NFP-Bericht, also die Non-Farm-Payrolls-Daten, der große, wichtige US-Arbeitsmarktbericht, der hier sehr, sehr regelmäßig zu großer Volatilität führt, besonders im Euro-US-Dollar, besonders im Dow, besonders im S&P 500 und dementsprechend, da die ja alle korreliert sind, die Aktienindizes natürlich auch hier für den DAX relevant. Also so ein Freitag 14:30 Uhr Event, ganz, ganz wichtig und dann die drei Termine, an denen der EZB-Chef in dieser Woche Reden hält, die sollte man so ein bisschen mit auf dem Schirm haben, bitte diese Woche darauf achten. Ansonsten wollen wir mal ganz kurz auf die wichtigsten Hauptmärkte schauen. Initial hier immer der DAX. Interessant. Wir haben aus Sicht des langfristigen Chartbilds in der Woche einen Widerstand vor uns. Das ist jetzt hier der Kursindex für alle, die neu hier sind. Wir rechnen also die Dividenden raus, die Gewinnausschüttungen raus in diesem Index und schauen rein auf die Kursentwicklung im DAX. Das ist der Vorläuferindikator bzw. der ehrlichere Index, den man sich hier immer mal anschauen sollte. Und wir sehen, dass der jetzt hier in
Auf Sicht der Wochenkerzen, das ist übrigens die von heute, also relativ starker Wochenstart, ist selten, dass Montag so viel passiert. Der läuft jetzt hier in eine Widerstandszone rein. Einmal kann man eine deckelnde Trendlinie einzeichnen, indem man die Hochs des Jahres 2015 miteinander verbindet, also eine klassische charttechnische Widerstandslinie. Und zum Zweiten, wenn man mit Fibonacci von diesem Tief zum Allzeithoch misst im Kursindex, dann kommt jetzt hier das 50% Retracement dazu und auch aus dem Marktprofil heraus sehen wir, dass sich hier der DAX zuletzt relativ lange bzw. zögerlich aufgehalten hat. Das bedeutet, dass jetzt hier bei 5.500 Punkten im Kursindex ein Widerstand droht und dementsprechend wir aus der Wochensicht heraus durchaus mit 2, 3 Tagen Pause hier rechnen müssen. Das heißt, wer im DAX nicht drin ist in der Rallye, der könnte dann durch einen Rücksetzer innerhalb der kommenden Tage durchaus reinkommen. Und der Herr Draghi und der NFP-Bericht am Freitag sprechen ja durchaus für Schwankungen. Dementsprechend kann man das natürlich eventuell ausnutzen und muss nicht unbedingt in die aktuelle Rallye reinlaufen. Das ist jetzt hier der Tagesschart, sondern man kommt sicherlich zu einer Erholung hier in den Markt rein. Das bedeutet, aus Sicht der Tageschart-Situation sind wir natürlich in einem Aufwärtstrend. Wir sind über der 200-Tage-Linie. Wir sind auch sehr dynamisch im Anstieg, haben hier unten aus Sicht der klassischen Charttechnik ein doppeltes Tief ausgebildet und konnten dementsprechend auch den markttechnischen Trend im D1-Chart zunächst mal kippen, indem wir dieses letzte Verlaufshoch, wir sind Punkt 3, überwunden haben. Dieser alte Widerstand wird jetzt zur Unterstützung und die Marke 10.500 Punkte ist zweierlei wichtig. Einmal schließt sie eine Kurslücke, die wir hier sehen, und zum Zweiten ist das eben dieser Widerstand, dieser Unterstützungsbereich. Das heißt, intrawöchige Volatilitäten, Schwankungen an diese Marke heran könnte man ausnutzen, um in die Jahresendrallye reinzukommen, die ja aus Sicht der Saisonalitäten sehr, sehr stark vorhanden ist zum Jahresende, beziehungsweise statistisch gesehen in 9 von 10 Jahren tatsächlich auftritt. Ziel einer solchen Rallye wäre jetzt weiterhin die Marke von 11.500 Punkten, das Haupteffizienzlevel aus dem letzten Handelsjahr. Also hier wurde am meisten umgesetzt, hat sich der DAX am effizientesten bewegt da oben, hat die Börse meist Umsatz generiert. Das heißt, hier ist ein Zielbereich aus dem Marktprofil. Diese Marke wirkt wie ein Magnet, hier läuft er mit Sicherheit, beziehungsweise mit hoher Sicherheit nochmal hin. Und dementsprechend rechnen wir also jetzt hier intrawöchig mit einem Korrekturschwung auf 10.500 Punkte und dann hier eventuell direkt auf 11.500 Punkten bis zum Jahresende bzw. in den nächsten Wochen hochzulaufen. Könnte man also hier durchaus zum Einstieg nutzen, eignet sich auch für die Berufstätigen, also für die Feierabendhändler, indem man einfach hier natürlich eine sogenannte Sell-by-Limit-Order platziert, also die Order jetzt schon platziert. Stop-Loss ist zugegebenermaßen etwas schwierig zu berechnen, weil wir hier unten erstmal kein Verlaufstief in der Nähe haben. Ich würde den Stop-Loss dann prozentual berechnen, das heißt, ich würde ihn so rund 2 bis 3% vom Einstiegspunkt hier in dieses charttechnische Nichts reinlegen. Der DAX sollte nämlich nicht wirklich hier nochmal weiter runterkommen in diesem Szenario, weil er einfach saisonal sehr stark ist und dementsprechend hier wir schon eine weitere Kaufdynamik hier sehen sollten. Wer Angst hat, dass die Rallye direkt durchstartet, also dass die Korrektur ausbleibt und der Freitag sich gar nicht so stark auswirken wird, der muss gezwungenermaßen runter in den Stundenchart gehen. Das heißt, er muss versuchen, diesen sehr aktiven Trend im Stundenchart durchzuhandeln. Hätte jetzt auch einen Einstiegspunkt mit einem neuen Ausbruch hier über diesen alten Punkt 2 und könnte sozusagen zum Marktpreis reingehen und den Stop-Loss unter das Verlaufstief hier aus dem Stundenchart legen. Dies liegt jetzt im Moment bei 10.690 Punkten. Das heißt, hier relativ enger Stop mit der Hoffnung, dass der DAX nach oben durchläuft. So, wir müssen mal ganz kurze Pause machen. So, bin schon wieder da. Wäre also die Variante, dass man sagt, ich muss damit rechnen, dass der DAX eben sehr, sehr zügig ansteigt. Dementsprechend könnte man eine kleine Position, beispielsweise ein Viertel, zum Marktpreis kaufen, sehr eng absichern und dann natürlich partizipieren, wenn der DAX weiterhin steigen kann. Das wäre dann das Szenario eines direkten Anstiegs.
Alternativ würde ich empfehlen, wie gesagt, dann drei Viertel der Position bei einem Rücksetzer mit dem Wissen, dass eben Volatilität ins Haus steht, erst zu kaufen. Wäre so eine Idee, wie ich sie umsetzen würde jetzt für die nächsten Handelstage im deutschen Aktienindex. Dementsprechend wollen wir vom DAX bullish bleiben. Kursziel 11.500 Punkte, Einstieg optimalerweise bei 10,5 und alternativ einen Intraday bzw. aktiver gemanagten Trade im H1-Chart zum Marktpreis. Gut, schauen wir weiter auf die möglichst interessanten Märkte. Goldpreis. Goldpreis ist hier langfristig weiterhin im Abwärtsmodus, aber wir haben es letzte Woche schon besprochen. 12,24 wäre noch so eine Wunschmarke, um eine Short-Position in diesen Markt reinzubringen. Aus Sicht des Wochencharts hier wenig Veränderung. Wir sind letzte Woche zurückgefallen. Wir fallen auch heute weiter zurück. Dementsprechend ist das Ganze hier jetzt in einem interessanten Bereich, um vielleicht kurzfristig sogar mal long zu gehen. Wir haben eine Unterstützung bei 11,33,9 US-Dollar. Hier das letzte 61,8 Fibonacci Retracement der Bullen, die letzte Bastion der Käufer sozusagen. Jetzt könnte man kurzfristigerweise, wenn man hier auf Deutsch gesagt Eier hat und gegen den übergeordneten Trend arbeitet, long gehen zu diesem Kurs, der jetzt gerade an der Börse notiert, und das Kursziel hier oben im Volumenwiderstand sehen, beziehungsweise 12,25, 12,24 sehen, mit dem Wissen, dass man gegen den Trend arbeitet, mit dem Wissen, dass in dieser Woche eine erhöhte Volatilität zu erwarten ist. Das heißt, Trade nicht unbedingt eine hohe Güte, aber durchaus interessant für diejenigen, die sagen, naja, der Goldpreis ist schon wieder so stark gefallen, ist jetzt an einer wichtigen Fibonacci-Unterstützung, ist kurzfristig auch hier in einem Aufwärtstrend durchaus zu sehen, und dementsprechend könnte man hier eine spekulative Long-Position sich erarbeiten. Schauen wir weiter auf möglichst interessante Märkte. Wir sind im Ölpreis an einer interessanten Situation. Wir haben nämlich hier ein Doppeltop ausgebildet bei ungefähr 54 US-Dollar pro Barrel und dementsprechend jetzt hier ein neues Tief ausgebildet unterhalb dieses Unterstützungsbereich, sind jetzt in die Erholung übergegangen und könnten jetzt hier zum Marktpreis den Ölpreis shorten. Das wäre eine Möglichkeit, die ich auch sehe für die Woche. Bund Future durchaus interessant, weil jetzt sehr, sehr stark gefallen in den letzten Handelstagen und hier natürlich in einem technischen Aufwärtstrend. Das heißt, man kann hier sehr schön eine Trendlinie einzeichnen und diese unterstützen werden und auch hier im Bund Future jetzt im Tageschart zuschlagen und diesen weiter nach oben handeln. Immer die Aussage natürlich nicht vergessen, sowohl Anleihen als auch Gold sind zinssensitive Werte und können eventuell erhöhter Schwankungen in der Handelswoche unterliegen, aber der Trendkanal ist hier wirklich wunderbar und dementsprechend auch wieder ein Trade mit möglichst Einstieg zum Marktpreis. Stop-Loss unter dem letzten Tief hier bei 155,70 im Future-Bereich und dementsprechend unter dem Haupteffizienzlevel aus dem Marktprofil. Das bedeutet, hier könnte man einen sauberen Trade in dieser Woche abschließen. Schauen wir auf den Euro-US-Dollar, ein Short-Kandidat schon in den letzten Wochen bei uns gewesen. Hier interessant, wir kommen in die Erholung hinein. Wir sind also jetzt die letzten 2, 3 Handelstage schon gestiegen. Der Bereich 1,112 ist für uns die potenzielle Short-Marke, weil technischer Clusterwiderstand aus dieser grünen aufsteigenden Trendlinie und horizontal gesehen eben aus diesen letzten Verlaufstiefs, die gleitenden Durchschnitte kommen dann hinzu und ein Volumenwiderstand kommt hinzu. Das heißt, bei Erreichen im Umfeld, beispielsweise eine Rede vom EZB-Chef, dieser Marke 1,112 würden wir eine Short-Position aktivieren. Stop-Loss über das letzte Hoch bei 1,15 ungefähr, über die 200-Tage-Linie, über den Volumencluster. Und das erste Ziel wäre dann die 1,047, aber dort nur ein Teilverkauf, weil man ansonsten ein viel zu schlechtes Chance-Risiko-Verhältnis generiert. Ziel einer Position müsste sein, dass wir hier eben, schauen wir mal auf dem Wochenchart, weiter nach unten durchbrechen. Dass wir also hier zwar runterlaufen auf die gerade genannte Marke, aber dann eben diesen übergeordneten Trend weiter fortsetzen. Das heißt, hier könnte man bis zur Hälfte dieser Position loswerden, mehr aber auch nicht, weil einfach ansonsten das CRV etwas zu schlecht wird. Ich möchte jetzt noch kurz schauen auf den S&P 500 US Leitindex, weil wir da einen schönen Trade hätten.
Wenn der jetzt hochläuft bis 2.110, würde ich die restliche Position platt machen. Wir hatten einen Teilverkauf bei 2072 und dementsprechend wäre das erstmal ein Ziel aus Sicht des Marktprofils, Haupteffizienzlevel, Point of Control des letzten Handelsjahres, dementsprechend dort die Position zu schließen, weil aus unserer Sicht in diesem Volumencluster erstmal ein Verbleib sehr, sehr wahrscheinlich ist und eine Korrektur anstehen würde. Bis dahin aber noch etwas Luft und dementsprechend auch der US-Leitindex hier immer noch bullisch einzuschätzen. Das war jetzt ein kurzer Überblick über die wichtigsten Indizes. Jetzt muss ich mal ganz kurz in die Fragen schauen. Thomas, wir schauen mal auf das britische Pfund, da hast du vollkommen recht. Situation haben wir letzte Woche schon beschrieben. Schau mal in den Wochenchart. Wochenchart hat sich in der letzten Woche im Grunde genommen nichts verändert. Das heißt, hier ist weiterhin ein Abwärtstrend klar. SKS ist aktiviert, gleitende Durchschnitte sind als Widerstand über dem Kurs und auch das, der Volumencluster wirkt sich hier deckend aus, das heißt aus dem Wochenchart heraus null Veränderung. Aus dem Tageschart heraus sind wir heute wieder an die 200-Tage-Linie rangelaufen und prallen aber im Moment auch wieder an dieser 200-Tage-Linie ab. Das heißt, im Moment ist es durchaus noch so zu werten, dass wir hier weiterhin mit fallenden Kursen rechnen dürfen. Wer ganz, ganz, ganz spekulativ reingehen will, der verkauft jetzt zum Marktpreis eine Position und legt den Stop-Loss hier über das letzte Hoch, beziehungsweise eben den Bereich, schauen wir ganz kurz drauf, ja, über den letzten Punkt 3 aus der Markttechnik, das heißt auch überhalb dieser roten Trendlinie. Könnte man also einen Trade generieren, da er ein unglaublich hohes CRV hat, der einen unglaublich engen Stop-Loss hat, damit eine hohe Wahrscheinlichkeit ausgestoppt zu werden. Aber wer den Chart ähnlich sieht wie wir, beziehungsweise ich, der könnte natürlich hier jetzt zum Marktpreis eine Short-Position abschießen. Danke Thomas für die Frage dazu. Ich bin immer noch der Meinung, dass dieser Markt fallen sollte. Es könnte sich hier nochmal so ein kleiner Fake-Ausbruch sogar darstellen und dementsprechend trotzdem weiterhin das Ganze gen Süden dann fallen. Okay, wenn keine Fragen weiter zum Thema Charttechnik sind, zum Thema aktuelle Trading-Ideen, würde ich jetzt an den Tristan Budach übergeben, der heute, wie gesagt, viele Dow Jones-Aktien rausgesucht hat, die durchaus sehr liquide auch im Daytrading-Bereich handelbar sind. Und wir freuen uns jetzt auf die Sicht der Markttechnik. Wenn Fragen sein sollten, stellt sie einfach weiterhin in den Chat ein. Der Tristan wird sie dann beantworten und ich verabschiede mich schon mal. Ja, danke Christian. So, auch nochmal einen wunderschönen guten Abend von mir aus München. Wir beleuchten, wie schon gesagt, einmal deutsche Aktien im DAX und wir schauen heute mal auf Aktien aus dem Dow Jones in Übersee. Eine Frage noch, ist mein Bildschirm zu sehen, bin ich zu hören? So, ich hoffe, Sie hören mich. So, dann starten wir auch gleich mal durch. In der letzten Woche hanken wir uns die Lanxess-Aktie angeschaut für ein langfristiges Investment, auch wenn diese nicht im deutschen Aktienindex gelistet ist, sondern leider wieder in den MDAX verwiesen wurde. Aber nichtsdestotrotz habe ich sie heute mal nochmal auf dem Bildschirm geholt, weil die Entwicklung der Lanxess-Aktie relativ gut ist. Wir hatten im Wochenchart eine inverse SKS identifiziert. Die sehen Sie hier. Und wir haben einen Frontrun gewagt, also quasi einen frühzeitigen Einstieg auf die Aktivierung der inversen SKS-Formation, in dem dieser neu entstehende Trend hier hochgehandelt werden soll. Dies hat der Markt zu einem Teil auch umgesetzt.
Wir sehen im Bild jetzt den Stundenchart. Wir hatten letzte Woche gesagt, der Markt müsste ein bisschen korrigieren, damit wir mit einem relativ geringen Risiko in den Markt kommen. Dies hat er getan. Ich zeichne Ihnen das kurz ein. Wir sind hier runtergekommen. Dann gab es hier Schwächesignale im Markt. Schauen wir uns kurz an. Es gab Umkehrstäbe und daraufhin ist der Markt nach oben gelaufen und wir hätten quasi bei dem Umkehrstab mit einem niedrigen Risiko in den Markt kommen können und wären aktuell im Markt mit einem Kursziel. Das schauen wir uns kurz im Wochenchart an, weil wir wollen ja hoch hinaus mit einem Investment. Und zwar erstes Kursziel wäre bei 55, 56 Euro. Da müsste man die Position quasi auf Break-Even stellen. Oder man macht eine Teilrealisierung, wenn man mehrere Positionen hat. Und der nächste Teil kann dann bis zur 68 Euro Marke laufen. Innerhalb des nächsten Jahres quasi bei der Strecke. Quasi die Langzess ist für uns immer noch eine schöne Long-Buy-Mischung in unserem Portfolio. Aber nichtsdestotrotz wollen wir uns ein paar DAX-Aktien anschauen. Und zwar hatten wir uns die Adidas-Aktie angeguckt in den letzten Wochenausblicken. Schauen wir uns kurz den Wochenchart an. Quasi immer das übergeordnete Bild. Hier ist nicht viel passiert, da nur eine Kerze hinzugekommen ist nach einer Woche. Also wir sind definitiv im Wochenchart immer noch im Long-Modus und es bildet sich eine neue Bewegung. Diese stellt sich im Tageschart als ein Aufwärtstrend dar. Den schauen wir uns auch gerade nochmal an. Wunderschön dynamisch über seinen letzten Punkt 2 gelaufen. Und jetzt kommt es zu einer ersten Korrektur in einer tieferen Trendebene. Dies wollen wir uns kurz in der Stunde angucken, weil auf dieser Ebene ist der Markt über seinen Punkt 2. Und jetzt in der Korrektur im Stundenchart könnte man sich dann wieder mit einem geringen Risiko in den oder besser gesagt, in die Adidas-Aktie einkaufen. Dazu lösche ich erstmal alles und wir switchen in den Stundenchart. Hier sehen wir noch die Zeichnungen der letzten Woche, wo wir gestanden sind. Jetzt können wir das ganze Bild erweitern und zwar ist der Markt schön dynamisch weitergelaufen, hat ein Hoch gebildet bei 83,50 Euro und an dieser Marke kam es zur Ausbildung von mehreren Dojis, also Kerzen, die uns sagen, der Markt weiß nicht, wo er hin will. Es wurde hin und her gehandelt und dann setzte eine Korrektur des blauen Trends ein. Das werde ich kurz einmal mit der blauen Farbe einzeichnen, damit wir das für die nächste Woche schon drinne haben. Schauen wir uns das Ganze mal ein bisschen weiter rausgezoomt an. Genau. Die Spitze, diese Spitze hier, stellt den großen P2 aus dem Tageschart dar. Für uns ist dies eine Unterstützung. Das heißt, wenn die Korrektur des blauen Trends bis hier runterkommt, ist die Zeit da, sich einen Long-Einstieg zu suchen. Quasi, dass der Markt sich dann in einer noch tieferen Zeiteinheit wieder Richtung Norden entwickelt. Der Stop hierfür würde dann aggressiv hier drunter liegen, wer die ganze Sache etwas konservativer angehen will und einfach den langen Trend noch mitgehen will, müsste seinen Stop ganz hier unten setzen, was aus CRV-Gründen nicht ratenswert ist. Also wir warten auf eine Korrektur bis auf das Level bei 78 Euro und dann
warten wir auf eine Bildung eines neuen Aufwärtstrends auf Stundenbasis. So, dann lösche ich alles eben raus. Ich sehe gerade hier, da können wir noch schnell die Zählung reinmachen. Punkt 3. Und wir haben ja gelernt in den letzten Webinaren, letztens auch bei Markttechnik Trendaufbau, dass unbestätigte Punkte immer mit einem Fragezeichen deklariert werden müssen. Dann werde ich das eben mal tun, weil dieser Punkt 3 ist noch nicht bestätigt. Der wäre erst bestätigt, wenn quasi unsere Trade-Idee aufgeht und sich ein neuer Aufwärtstrend in einer noch tieferen Zeiteinheit ausbildet. Dann hätten wir einen frühzeitig bestätigten Punkt 3. Allerspätestens wird er bestätigt, wenn der Kurs über den P2 drüber läuft. Klassisch nach Markttechnik. So, dann habe ich im deutschen Aktienindex einen sehr interessanten Wert, der seit Monaten und Jahren eigentlich nur nach unten läuft. Allerdings gab es eine interessante Information, die über die News-Ticker gelaufen ist. Und zwar, vielleicht kann es schon der ein oder andere erraten, die Commerzbank ist quasi wieder auferstanden und die Commerzbank will seit 2007 das erste Mal wieder Dividenden ausschütten an ihre Aktionäre. Und das hat gleich für einen impulsiven Trendtag in der Aktie gesorgt. Wir schauen uns eben gerade das übergeordnete Bild an, was natürlich die ganze Zeit schon Short war. Allerdings mit dieser Information könnte es passieren, dass in den nächsten Wochen und Monaten sich der Markt hier hoch entwickelt und ein neuer Aufwärtstrend gebildet werden kann. Das wäre das mögliche Szenario im Wochenchart für die nächsten Wochen. Allerdings dauert das noch eine Weile. Wäre dann indirekt auch wieder eine inverse SKS-Formation, aber dazu irgendwann mehr. Jetzt schauen wir uns das Ganze im Tageschart einmal an. Da hatten wir die Commerzbank definitiv letzte Woche auf Short eingestuft und hatten hier auf einen möglichen neuen Punkt 3 gehofft, wenn sich dieser grüne Abwärtstrend weitergebildet hätte. Nur durch die Information mit Dividendenzahlung kam es heute zu einer Gap-Eröffnung. Ich zeichne das gerade mal ein. Wir ändern noch die Farbe, dass man das ein bisschen besser sieht. Ah, jetzt hat er wieder den Stift rausgeschmissen. Wir hatten hier eine Gap-Eröffnung. Dann kam es zu einer dynamischen Aufwärtsbewegung, welche heute einen Schlusskurs oberhalb des letzten Punkt 3 ausgebildet hat. Somit ist der grüne Abwärtstrend nachhaltig gebrochen und die grüne Trendebene ist erst einmal trendlos. Da diese Bewegung, die wir hier drinnen sehen, der Trend einer tieferen Zeiteinheit ist. Das bedeutet, wir haben aktuell nur eine Bewegungswelle, die läuft und diese müsste dann erst einmal korrigiert werden, bevor sich ein neuer Trend in der grünen Trendebene bei uns im Tageschart ausbilden könnte. Jetzt möchte ich mir das mit Ihnen gerne noch im Stundenchart ansehen. Dafür switchen wir einmal in den Stundenchart. Und da sehen Sie noch unsere Zeichnung von der letzten Woche, dass wir eine mögliche 1-2-3 Formation im blauen Trend erhofft haben oder darauf spekuliert haben. Dies hat uns der Markt nicht gegönnt. Stattdessen ist er dynamisch nach oben gelaufen und hat einen schönen Aufwärtstrend ausgebildet, welcher hier über den ganz großen P2 gelaufen ist. So, aktuell
quasi unsere Großwetterlage, also der Tageschart hat aktuell keinen wirklichen Trend. Jemand, der im Intraday-Bereich tätig ist, der kann darauf warten, dass die Commerzbank-Aktie im Stundenchart eine Korrektur hinlegt. Vielleicht auch etwas kürzer. Ich mache das mal ein eher wahrscheinliches Szenario. Ein Test der Ausbruchstelle über den letzten großen Punkt 2, welche jetzt als Unterstützung dient. Und wer im Intraday-Bereich unterwegs ist, könnte dann kurzfristig diese Woche einen Trend hier hoch mitnehmen. Wer einen Zeithorizont von 1 bis 2 Wochen hat, könnte die Korrektur tiefer abwarten und den Weg hier hochnehmen. Ganz wichtig, die erste Variante muss mit engen Stops im 15-Minuten-Chart abgesichert werden, irgendwo im Bereich voraussichtlich dann hier. Wer das zweite Szenario hochnimmt, muss seine Stops dann hier unter den letzten Verlauf-Tiefs setzen, um einen möglichen schönen Trend mit nach oben zu handeln. So viel schon mal zur Commerzbank-Aktie. Die werden wir definitiv auf der Watchlist für die nächste Woche halten, um dann nochmal drauf zu schauen. Ich gucke kurz nochmal, was wir letzte Woche noch im deutschen Aktienindex uns angeschaut haben. Ich sehe gerade, wir haben die ThyssenKrupp mitgehabt mit der Abkürzung TKA. Dann schauen wir mal kurz in die Thyssen rein. Jetzt habe ich meine ThyssenKrupp schlagartig eliminiert, falsche Taste gedrückt. Aber wir wissen ja TKA und da haben wir sie auch schon. Ist ja alles gar kein Problem. Wir müssen dann nur die Linien neu einzeichnen. Dann schauen wir uns das gute Stück einmal im Wochenchart an. Bei uns sind die Linien im Wochenchart immer pink-lila eingezeichnet zur besseren Orientierung. Haben wir Bewegung, jetzt haben wir eine Korrektur. Eine Bewegung, eine Korrektur, dann haben wir wieder eine Bewegung und wir sehen, dass der Wochenchart eine Bewegung hingelegt hat und den letzten Punkt 3 nachhaltig unterboten hat. Das heißt, die Thyssen ist aktuell im Wochenchart neutral, ohne Trend zu werten. Wir schlussfolgern daraus allerdings schon, dass sie im Tageschart im Short-Modus sein muss. Dann schauen wir uns das Ganze einmal genauer an. Hier ist es im Endeffekt ein neuer möglicher Punkt 1 in der Woche, ein neuer möglicher Punkt 2 in der Woche und hier oben bei der Marke von 23 Euro kann in den nächsten Wochen bis Monaten ein neuer Punkt 3 entstehen. Allerdings ist das alles Spekulation und Hoffnung. Wir schauen uns das an, was wirklich da ist und deswegen gehen wir auf den Tageschart runter. Und da sehen wir den dynamischen Abwärtstrend, der den letzten großen Punkt 3 gebrochen hat aus der Woche. Ich lasse es mal in der Farbe der Woche, damit man das auseinanderhalten kann. Da sieht man hier eine dynamische Kerze im Tageschart. Na, so, da haben wir sie. Eine große trendige Kerze, die den Punkt 3 durchstoßen hat. Sehr schön. Bilderbuchmäßig. Jetzt schauen wir uns kurz den Trend der Großwetterlage im Tageschart an. Dann wollen wir den Grad mit grün einzeichnen. So. Sehr schön. So. Dann kommt die ThyssenKrupp in eine Korrektur.
läuft dynamisch wieder runter, befindet sich jetzt wieder in einer Korrektur. Und um das Bild zu vervollständigen, kurz noch die Punktzählung hinein, für jeden Markttechniker ganz wichtig, für die Stoppsetzung und um unser mögliches Potenzial zu kalkulieren. Hier oben kann ein möglicher Punkt 3 entstehen. Um das abzuschätzen, schauen wir uns das Ganze einmal im Stundenchart an, weil die Bewegung an der rechten Seite sieht schon sehr trendig aus. Und wenn wir jetzt in den Stundenchart hinein switchen, dann wird dieses auch bestätigt. Unsere Farbe für den Stundenchart ist blau. Das haben wir jetzt. So, jetzt habe ich das wieder eingestellt. Dann zeichnen wir es ein. Der Markt kam in eine Bewegung, hat ein neues Hoch ausgebildet, wollte wieder nach unten. Das haben die Händler nicht zugelassen. Der Markt ging nach oben. Aktuell befindet sich der blaue Trend wieder in einer Korrektur. Ist allerdings ein wunderschöner Aufwärtstrend. Und aktuell ist die Marke hier oben recht interessant. Das wäre ein kurzfristiges Ziel für Intraday-Händler. Man könnte quasi in der tieferen Zeiteinheit hier versuchen, an die 19,80 € Marke zu handeln. Allerdings wollen wir ja in Richtung des übergeordneten Trendes. Da schauen wir nochmal kurz. Der war short. Wir wollen einen möglichen Punkt 3 bestätigen. Das heißt, in der blauen Trendgröße muss sich hier in der gleichen Größe ein Abwärtstrend bilden und am besten noch ein Close-Kurs unter dem letzten Punkt 3 des blauen Trendes. Somit wäre der Korrekturtrend hier drinne definitiv gebrochen und wir könnten wieder auf Short-Richtung spekulieren. Das ist quasi hier oben eine 1 mit Fragezeichen, eine 2 mit Fragezeichen und dann haben wir hier noch die 3 mit Fragezeichen. Also es ist möglich, dass bis Freitag sich der Markt noch ein bisschen Richtung Norden entwickelt, bevor er dann runterkommt und einen möglichen neuen Abwärtstrend für uns ausbildet. Also ThyssenKrupp weiterhin für uns short. Erst oberhalb der 19,80 € gehen wir in einen neutralen Modus und warten ab, was der Markt Neues ausbildet. So viel erstmal zu den DAX-Aktien. Jetzt kommen wir zu den Dow Jones Aktien. Aktuell die Lage im Dow Jones können wir uns kurz nochmal anschauen. Wir sehen einen sehr dynamischen Markt. Wir hatten letzte Woche hier oder in den letzten Wochen auf einen Punkt 2 gehofft. Das verlegen wir jetzt nach rechts oben. Also die Grundstimmung auf jeden Fall im Dow Jones ist long. Wer die Aktien screent und aktiv handelt, sollte tendenziell sich Aktien aussuchen, die das gleiche machen wie der Index. Also man sollte in dem Fall Aktien suchen, die long gehandelt werden. Allerdings haben wir auch ein paar schöne Kandidaten für die Short-Seite. So, dann schauen wir uns einmal unsere Kandidaten an. Und zwar fangen wir mit Cisco Systems an. Ich habe schon mal ein bisschen Fleißarbeit im Voraus gemacht, damit es ein bisschen flotter geht. Wir fangen wie immer im Wochenchart an, in unserem größten Trend. Da sehen wir, dass Cisco Systems sich im Wochenchart in einem super Aufwärtstrend befindet. Wir hatten hier eine Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung.
Wir waren in der Korrektur. Aktuell ist in den letzten Wochen die Aktie sehr dynamisch nach oben gekommen. Das heißt, sie will den pinken Trend eindeutig fortsetzen. Und deswegen werden wir uns das gleich einmal im Tageschart, also in unserer mittleren Trendebene, genauer anschauen. Ich möchte nur kurz die Punktzählung noch hinzufügen, einfach der Vollständigkeit halber. So, da haben wir ein neues Hoch. Punkt 2, dann kam es zu der Korrektur. Punkt 3, wir haben einen bestätigten Punkt 2. Und hier können wir schon über einen bestätigten Punkt 3 reden. Eben hatte ich gesagt, spätestens wäre die Bestätigung, spätestens wäre die Bestätigung des Punkt 3 hier oberhalb des letzten großen Punkt 2. So, dann gucken wir uns das Ganze einmal im Tageschart an. Und so. Und dann sehen wir, dass die dynamische Aufwärtsbewegung aus dem Wochenchart im Tageschart ein Aufwärtstrend darstellt. Den haben wir hier mit einer Bewegung. Also er befindet sich aktuell weit in der Bewegung und aktuell bricht dieser grüne Trend den vorherigen grünen Abwärtstrend, der korrektiver Art ist. Also haben wir alles gegeben, damit wir Cisco Systems long traden können. Nur, wer jetzt an dieser Stelle hier oben long geht, hat ein riesiges Risiko. Und zwar wäre das hier unten und wer noch höheres Risiko gehen will, hat es im Endeffekt hier unten für noch längerfristige, ist für uns nicht tragbar. Deswegen müssen wir unseren Einstieg noch eine Ebene tiefer suchen, also im Stundenchart und auf die Korrektur des grünen Trendes warten. So, dann switchen wir das Ganze, nachdem wir noch schnell die Punktzählung eingetragen haben, damit das Bild komplett ist. Hier oben haben wir einen Punkt 2 mit Fragezeichen, da der definitiv noch nicht bestätigt ist. Hier unten war ein möglicher Punkt 1 und ein anderer Punkt 2 und einer ganz wichtiger Punkt 3, der aktuell gebrochen wurde. So, dann switchen wir eben in die Stunde hinein. So. Hier oben haben wir den letzten großen P3 des grünen Abwärtstrendes. Ich mache das zur besseren Verständlichkeit einfach mal grün. An der Stelle wurde der grüne Abwärtstrend gebrochen. Und es wurde diese Trendstruktur im Endeffekt endgültig aktiviert. So viel schon mal dazu. Jetzt schauen wir uns das im Detail an. Dazu muss ich gleich nochmal die Farbe ändern, da wir ja im Stundenchart die Farbe Blau für den Trend nehmen, um das besser auseinanderzuhalten. Wir sehen den Trend, Bewegung aufwärts, Korrektur, aufwärts hat es nicht ganz über das alte Hoch geschafft, Korrektur, Bewegung nach oben, dann gab es eine Korrektur, Bewegung nach oben, konnte kein höheres Hoch ausbilden, ging nach unten, hat einen neuen blauen Abwärtstrend gebildet, ist unter den letzten Punkt 3 im blauen Trend gegangen. Dann kam es wieder zu einer Aufwärtsbewegung, Korrektur,
Trendbruch, ein neuer blauer Trend bildete sich hier aus. Und aktuell ist dieser blaue Aufwärtstrend der Bewegungstrend des grünen Trends. Und wir sehen, am rechten Ende des Bildschirms haben wir hier einen Punkt 3, wo die Lunden der Kerzen schon drunter getippt sind. Also der Markt hat schon versucht, Stops da abzufischen, allerdings kam es noch zu keiner dynamischen Kettenreaktion unter den letzten Punkt 3, den man da versucht anzuhandeln. Ich trage das mal ein, damit man das sieht. Hier ist der letzte Punkt 3. Hier oben ist ein Punkt 2. Ein möglicher Punkt 1. Und hier unten natürlich der mögliche Punkt 2. So, dann haben wir das so im Bild. Es ist jetzt quasi in der tieferen Trendebene eine Trendwendeformation. Wenn die Trendwende erfolgreich war, geht der grüne übergeordnete Trend in die Korrektur. Das zeichne ich gerade einmal ein. So, also der Markt kommt hier runter, bricht den blauen Trend und dann kommt ein Korrekturtrend. Ach, das war jetzt ein bisschen ungeschickt von mir. So, blau. Der blaue Trend bildet einen Abwärtstrend, dann ist der grüne Trend in einer Korrektur. Wir hatten gesagt, wir wollen in der Korrektur in die mögliche neue Long-Richtung einsteigen. Das heißt, unsere Einstiegslevel sind circa bei 27 Euro. Das bedeutet, wir erwarten, dass die Korrektur hier runterläuft und dann wollen wir hier wieder einsteigen und Richtung Norden mit partizipieren in Cisco Systems. Dann würde ich sagen, lassen wir die Linien für die nächste Woche wieder drin, um nächste Woche mal kurz drauf zu schauen, wie weit das Szenario aufgegangen ist. Wir hatten gesagt, dass der Dow Jones in einer Long-Phase ist. Allerdings gibt es genauso gut auch Short-Aktien im Dow Jones. Und zwar die IBM-Aktie. Wir fangen bei IBM natürlich wieder im Wochenchart an, um uns einfach einen Blick auf den ganz großen Trend zu machen. Wir sehen, IBM befindet sich in einem wunderschönen großen Abwärtstrend mit der jeweiligen Punktzählung. So, haben wir hier Punkt 2. Dann kommen wir in die Korrektur, bilden einen Punkt 3 aus. Dann kommen wir dynamisch wieder runter mit riesigen Gaps. Dann bilden wir einen Punkt 2 aus, Korrektur Punkt 3. Und hier unten sind wir aktuell dabei, einen möglichen Punkt 2 im Wochenchart auszubilden. Das sollten wir uns im Hinterkopf behalten. Der lila Trend ist unter seinen letzten großen Punkt 2 durchgebrochen mit einer dynamischen Wochenkerze hier und aktuell befinden wir uns quasi unterhalb dessen. Nach einem schönen Retest kam eine weitere Abwärtsbewegung, aber das gucken wir uns einfach im Wochenchart mal genauer an. So. Dann switchen wir das Ganze einmal in den Wochenchart. Genau. Jetzt wollen wir gerade mal schauen, wo wir uns da genau befinden. Das Schöne am Agena Trader ist, er hat das sogenannte Crosshair, Global Crosshair als Maus. Da kann man in den einzelnen Ebenen sehen, wo man sich dann befindet.
dann ist der grüne Trend im Tageschart die Bewegung des lilanen Trendes sehr gut. Wir sehen, dass der grüne Trend sich in einem wunderschönen Abwärtstrend befindet, welcher die Bewegung des lilanen Trendes darstellt. Wichtig ist immer, jeder Bestandteil eines Trendes sollte in einer tieferen Zeiteinheit trendartig verlaufen. Nur bei Korrekturen gibt es ein paar Ausnahmen diesbezüglich. Aber das können Sie gerne in unserem Webinar über Trendaufbau in der Markttechnik sich nochmal anschauen, wie das da genau funktioniert. So, zurück zu unserem grünen Trend. Wir haben die klassische 1-2-3-Zählung. Wir sehen, dass auch dieser Trend schon unter seinen letzten großen Punkt 2 gebrochen ist. Allerdings, es bilden sich schon wieder rote Kerzen an der rechten Seite des Bildschirmes. Für uns heißt das, dass sich der Bewegungsarm des grünen Trendes noch ein bisschen fortsetzen kann, was wir wiederum im Stundenchart dann für uns auf der Short-Seite ausnutzen können. Mit einem relativ geringen Risiko. Allerdings, lange Rede, kurzer Sinn, ich würde sagen, damit es komplett ist, füge ich noch schnell den letzten Punkt 2 hier unten ein, mit Fragezeichen natürlich. Und dann switchen wir auch schon auf den interessanten Stundenchart als einen potenziellen Trade-Kandidaten. So. Wir haben übergeordnet den grünen Trend, der verlief so. Und wir haben gesagt, dass sich aktuell eine neue Bewegung des Abwärtstrendes ausbildet, welche hier sehr schön zu sehen ist, blau gekennzeichnet für die Stunde wieder, in einem Abwärtstrend. Dieser befindet sich in der Korrektur, ist allerdings kurz davor, wieder hier, oder wieder nach unten weiterzulaufen. So, kurz die Punktzählung rein. Zweier, Korrekturpunkt 3. Hier ist ein Punkt 2 und hier ein möglicher Punkt 3. Wenn wir hier runter unter den Punkt 2 laufen, wäre dieser Punkt 3 bestätigt. Also definitiv, wer aktuell in der IBM-Aktie Short gehen will, kann dies tun. Mögliches Szenario ist hier, Market einzusteigen mit einem Teilposition. Der Stop käme hier oben über den letzten Punkt 3 und man könnte die Position dann an dem Punkt 2 hier unten entweder aufstocken oder man hat hier an der Stelle Market schon eine höhere Stückzahl genommen. Also könnte man hier unten an dem Punkt 2 dann auch schon einen Teilverkauf realisieren und den Stop auf diesen neuen bestätigten Punkt 3 dann nachziehen. Also IBM ist short, wir wollen Richtung Süden. Gucken wir uns noch kurz das mögliche Kursziel auf dem Tageschart an. Wir wissen ja, im Tageschart ist die Aktie unter dem P2. Allerdings haben wir noch ein bisschen Platz. Wir bedienen uns kurz der Charttechnik. Wir haben hier so. Man sieht das gerade nicht allzu gut. Na. Auf jeden Fall, genau, jetzt sehen wir es. Die Tiefe der letzten Korrektur nehmen wir
als Zielprojektion für die neue mögliche Bewegung. Also hätten wir einen Kurs